Das, was hier so scheinbar friedlich hinter mir liegt, ist der Stuttgarter Talkessel. Er wurde vergangene Nacht von Samstag auf Sonntag zum Hexenkessel. Ein Mob aus Hunderten von Migranten und deutschen Chaoten hat die Stuttgarter Innenstadt angegriffen. Sie verwüsteten Geschäfte, Banken, Gaststätte. Ungefähr ein Dutzend Polizeibeamte wurden zum Teil schwer verletzt. Die Saat geht jetzt auf, die das linksgrüne Establishment ausgestreut hat. Es ist nicht lange her, noch vorgestern, am Freitag, debattierte der Deutsche Bundestag über einen Antrag der AfD zum Verbot der Antifa. Was geschah? SPD, Grüne und die Linke sowieso solidarisierten sich mit dieser Terrortruppe. Jeder Antifaschist sei ein Demokrat, hieß es gleich zweimal von der SPD. Es widert mich an, wenn Vertreter dieses Establishments, wie zum Beispiel Özdemir, jetzt verkünden, sie seien bestürzt über die Ereignisse in Stuttgart. Wenn wir nun sehen, dass unsere Innenstädte gemeinsam von Chaoten und Migranten verwüstet und angegriffen werden, dann sind ein paar Maßnahmen und ein paar Lernprozesse dringend nötig. Wir müssen zunächst dafür sorgen, dass illegale Einwanderung beendet wird. Dass illegal eingedrungene Migranten, die an solchen Geschehnissen beteiligt sind, zurückgeführt werden. Und es ist erforderlich, dass die Polizei endlich die moralische Unterstützung bekommt, auch die Mittel und die Rechte, die sie benötigt, um mit solchen Situationen fertig zu werden. So wie es ist, kann es nicht weitergehen.